Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch jetzt nun die ganzen Features von der dritten Beta von iOS 7. Die wurde nämlich vor kurzem veröffentlicht. Viel Spaß! Fangen wir auf dem Lockscreen an. Und zwar hat sich jetzt bei dieser Beta mal wieder der Text unten zum Entriegeln geändert. Da steht jetzt zum Entsperren streichen. Vorher stand da immer etwas kürzeres und jetzt ist das Ganze nochmal wesentlich genauer beschrieben. Des Weiteren, wenn ich jetzt eine Codesperre beim Gerät aktiviert habe, dann sieht das Ganze auch jetzt ein bisschen anders aus, wenn ich jetzt immer die Tasten tippe. Ihr seht das vielleicht hier, dieser Hintergrund. Wenn man die Tasten tippt, das hat sich auch verändert. Ich habe jetzt hier einen anderen Code eingegeben. Aber das sieht wirklich richtig cool aus. Genauso sieht das Ganze auch beim Notification Center aus. Wenn ich jetzt einmal ins Notification Center reingehe, dann sehen wir schon, die Buttons hier oben mit heute, alle und verpasst haben sich dann auch noch etwas transparenter verändert. Und zwar, wenn ich da einmal raufgehe hier, dann sehen wir auch die Zeitangaben. Also wie gestern, 23:44 und so weiter. Das ist jetzt auch transparent geworden und das Ganze sieht wirklich richtig gut aus, wie ich finde, passt sehr gut zum neuen Style vom Notification Center. Des Weiteren hat sich beim Control Center hier wieder das Uhr-Icon zum Icon von der ersten Beta verändert. Zwischenzeitlich in der zweiten Beta war das noch wesentlich heller, also jetzt ist das Ganze wieder wesentlich dunkler geworden. Wenn man jetzt eine App runterlädt, dann hat sich da auch einiges getan. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Der neue Ladebildschirm, wenn man eine App runterlädt, sieht wirklich sehr cool aus. Sonst war ja hier unten immer der blaue Balken bei den Apps. Und jetzt haben wir halt in der Mitte so einen Kreis, der sich dann halt auch dementsprechend verändert. Jetzt wird das Ganze hier installiert und so sieht es dann fertig aus. Wenn man Seiten in Safari lädt, dann hat sich da jetzt auch noch etwas verändert. Und zwar der blaue Balken, der jetzt hier unter der URL ist, der ist jetzt deutlich stärker geworden. Der ist wesentlich kräftiger von den Farben. Und wenn ich jetzt hier nochmal in die Einstellungen abgehe, dann hat sich da die Schriftart auch verändert. Hier rechts seht ihr jetzt nochmal einen Vergleich zu iOS 7 Beta 1 oder Beta 2, je nachdem. Und jetzt ist die Schriftart wesentlich stärker, wesentlich kräftiger geworden und ja, ich finde es eigentlich sehr schön. Alles in allem läuft die Beta 3 wirklich sehr, sehr flüssig auf dem iPhone 5, so wie ich das Ganze hier habe. Zur Akkuleistung, da kann ich jetzt leider noch nicht ganz so viel sagen, die soll sich aber verbessert haben und ich werde das Ganze mal austesten und dann auf Twitter und Facebook nochmal euch das Ganze sagen. Die Neuerungen, die ich euch eben vorgestellt habe für das iPhone, gelten natürlich auch für das iPad. Da hat sie jetzt bei der dritten Version auch einiges getan, und zwar an der Performance. Sie ist jetzt deutlich besser geworden am iPad. Wenn jetzt hier mal das Control Center öffnet, dann seht ihr schon, ist das wesentlich schneller. Oder das Notification Center, das öffnet sich auch wesentlich schneller als noch bei der zweiten Beta vom iPad. Und also der erste fürs iPad, aber insgesamt der zweiten Beta von iOS 7. Die dritte Beta von iOS 7 läuft zwar noch nicht perfekt auf dem iPad, aber wesentlich besser auf jeden Fall als die vorherige. Ansonsten war es das Ganze jetzt auch schon wieder von diesem Video. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten auch einfach unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu iOS 7 und so weiter zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Bis dann, tschüss!